Dunstan massiert sich die Schläfe, wobei er Rußflecken im Gesicht hinterlässt. So viel zu seinem Gerede von Geheimhaltung. Ei, ich baue gleich was mit Teilkrieger. Er sagt, dass wir sie brauchen, um die Ordnung in Trutzbucht aufrechtzuerhalten. Also, er zuckt mit den Achseln und schüttelt den Kopf. Wie baust du denn diese Schmiederitter? Anzüge aus Rüstung und Seele. Kleiver lässt mich jetzt schon seit Monaten ungenutzte Rüstungen reparieren und verstärken, damit wir sie mit der Essenz eines armen Schluckers füllen können. Er wischt sich über die schimmernde Stirn. Solange dieses gelehrte Mädchen ihre Sache richtig macht, wird das Füllen einer Rüstung mit einer Seele nicht so schwer sein. Das ist aber nicht, was mich beschäftigt. Und du brauchst Vianas Forschungsunterlagen, um sie fertigzustellen? Sie hat eine Methode entwickelt, mit der sie die Seelen in die Rüstung überträgt. Der richtige Ablauf des Verfahrens ist dabei von entscheidender Bedeutung. Er hält eine Hand hoch. Wenn man die Seelen zu eng bindet, erhält man etwas wie diese Fleischkonstrukte im Sanatorium. Gerade mal schlau genug, um nicht gegen die Wand zu laufen. Er hebt die andere Hand. Doch wenn man sie zu locker bindet, werden sie zu selbstbewusst für das eigene Wohl. Wahnsinnige Killer in Metallkörpern. Stimmst du mit Clive überein, was die Spielritter angeht? Ich stimme nahezu in keinem Punkt mit ihm überein. Und das hier stellt keine Ausnahme dar. Diese Schmiederitter werden unser Problem mit Malestärke nicht lösen. Er kann es nennen, wie er will, Ritter sind das aber nicht. Er verschränkt die Arme und schaut auf den Boden. Ganz zu schweigen von dem anderen Problem. Diese Seelen, die er gekauft hat, um die Schmiederitter zu beleben. Clive redet sich selbst ein, dass sie von bereitwilligen Spendern stammen. Er weiß es aber besser. Es gibt einen Grund, wieso du Seelen über weniger legale Quellen beschaffen musst. Wir sollten die Straße vor diesen Aasfressern säubern und nicht noch Geschäfte mit ihnen machen. Also ja, das ist fast so wie Sklavenhandel. Nur noch übler eigentlich. Genug von den Schmiederittern. Wenn es nur so wäre. Ich denke, dass du hiernach gesucht hast. That's what Cleaver's been looking for anyway. If you found it, I guess I've got to start. Dunstan kratzt sich am Bart. Danach hatte Cleaver gesucht. Wenn du es gefunden hast, dann muss ich wohl loslegen. Du klingst aber nicht so erfreut darüber. Das bin ich nicht und habe ich Cleaver deutlich gemacht, dass das ein Fehler sei, zu versuchen, Seelen auf diese Weise anzuschieren. Das ist ein Verbrechen an den Göttern und es wird uns definitiv mehr Schwierigkeiten bereiten, als es Probleme löst. Cleaver hat mir aber seine Befehle erteilt, deswegen muss ich die Dinge so gut wie möglich bauen. Ja klar, Cleaver hat mir aufgetragen, dir jede Waffe oder Rüstung zu verkaufen, die du haben möchtest. Du wirst nirgends in Trutzbucht bessere Waffen finden, das kann ich dir versprechen. Now, time to see if that Valian was worth all that blood and copper. Er dreht sich um zu seiner Esse mit dem Hammer in der Hand. Nur mal sehen, ob dieser Valianer all das Blut und Kupfer wert war. Er nimmt eine polierte Brustplatte und macht sich an die Arbeit. Be honest, even I wasn't expecting it to work this well. Back to it. Cleaver will want me to finish the rest of them. And it sounded like he has a job for you, too. Dunstan verschränkt die Arme, während er die Arbeit verfolgt. Ich soll verdammt sein. Um ehrlich zu sein, hatte ich selbst nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Zurück an die Arbeit. Cleaver wird wollen, dass ich den Rest fertig mache. Und es klang, als hätte er auch eine Aufgabe für dich. Aber erstmal wollen wir gucken, was du zu verkaufen hast. Die weiße Spirale, ein Panzerbrecher. Wow. Gute Mordaxt, gute Picke, guter Morgenstern, guter Panzerbrecher, Streitaxt. Der hat hauptsächlich nur gute Waffen, wenn ich das sehe. Und Heldricks Mantel. Schwere Rüstung, robust, frostischer, außergewöhnlich. Verteidigung gegen Stoßangriffe, Schadensreduktion. Das ist mal eine gute Rüstung. Und auch gar nicht mal so teuer eigentlich. Kettenrüstung, Schuppenpanzer. Schmiedemeisterhandschuh. Verbrennung SR-Bonus. Verbrennungs-SR-Bonus. Plus 5 Schadensreduktion durch Brennen. Gibt schwachen Zauber Heißsporn, Beschut im Glauben, Zauberwirkung geweihter Boden und Tränke.
Ein paar interessante Sachen, aber nichts, was ich zurzeit brauchen kann. Ich muss eben mal irgendwann in Trutzbucht auf Shoppingtour gehen. So, für die Ewigkeit ist abgeschlossen. Zurzeit stehen keine Ereignisse an. Kann ich hier irgendwie in die Gruppenverwaltung wechseln? Nein, wahrscheinlich nicht. Das kann ich wahrscheinlich wirklich nur in einem Wirtshaus oder eben in meiner Festung selber. So, dann gehen wir jetzt mal wieder zu Cliver. Die vergessen war ja auch. Nee, Vincent Agosti. Will, dass ich eine Gruppe von Abenteurern daran hindere. Achso, das war der Botschafter, der Diplomat in der Valianischen Botschaft. Cliver. Wie kann ich helfen? Gibt es sonst noch was, was ich für dich erledigen soll? Dunstan will complete the first squad of Forge Knights in no time. Now the High Justice will want to have his Forge Masters at Fleetbreaker Castle create more. Dunstan wird den ersten Trupp Schmiederitter im Handumdrehen zusammenstellen. Nun wird der Hochrichter seine Schmiedemeister auf Burg Flottenbrecher damit beauftragen, mehr zu produzieren. Mir wurde jedoch berichtet, du seist ein enger Verbündeter der Dutzenden. Er schaut finster drein. Ich bin mir sicher, du verstehst, dass eine weitere Zusammenarbeit uns in eine prekäre Lage bringen würde. Gibt es sonst noch was ich für dich tun kann? Zurzeit nicht. Toll. Das heißt, ich kann meinen Ruf bei den Schmelztiegelrittern, oh, ich bin sogar schon Held dort, nicht mehr verbessern. Jedenfalls zurzeit nicht. Was aber wohl nicht so schlimm ist. Okay, es hat wirklich immer Auswirkungen, mit wem ich in welcher Verbindung stehe, also welchen Ruf ich bei wem habe. Da ich jetzt ein Verbündeter auch von den Dutzenden bin, kann ich bei den Schmelztiegelrittern wohl nicht weitermachen. Und wahrscheinlich andersrum auch nicht so wirklich. Dabei habe ich den Dutzenden, glaube ich, gerade ein einziges Mal geholfen. Und zwar die Aufgabe. Das war, glaube ich, keine Aufgabe. Das war Angebot und Nachfrage. Genau das hier. Das habe ich ja für die Dutzenden gemacht. Aber ich habe mich gerade eigentlich auch mit den Dutzenden wieder angelegt. Gut, gehen wir jetzt mal in den Erbhügel wieder zurück. Dort waren wir ja noch nicht fertig. Und wenn der Erbhügel erledigt ist, werden wir Trutzbucht wohl erstmal wieder verlassen. So, ich hoffe mal, es sind keine Untoten hier respawned. Weil wir wollen die beiden Herrenhäuser und dann noch das Mausoleum abklappern. Vielleicht finden wir ja da auch die Ursache der Untotenplage. Oh, was ist hier drin? Achso, Vorräte. Gut, ein Quicksave und dann gehen wir hier mal rein. Mit Untoten lege ich mich auf jeden Fall zurzeit lieber an als mit Gespenstern. Beziehungsweise mit Schatten. Die Schatten in dem Leuchtturm sind nämlich unmöglich. Be cautious. Be constant. Die Treppe wird von zerborstenen Stühlen, umgestürzten Tischen und zerschmetterten Vasen blockiert. Die zersplitterten Latten wackeln gefährlich. Okay. Da ist ein Weg. Und ja, Musikatmosphäre klingt schon mal recht gruselig. Okay. Bier.
Fleisch. Oh. Dargul und normale Ghule. Tell me. Quedris ist nicht so die gute Wahl da vorne. Palegina so rumspacken zu lassen, auch nicht. So. Okay. Ein Ghoul. Töten. Let's go. Jetzt haben wir wieder einen Dargul im Weg. Flamm den mal. Wow, das hat weh getan. I'm ready. So, nutz den Darkpool um. Da ist noch einer. Edda, du brauchst nicht so rumzuspacken da oben. So, noch ein Ghoul. Let's go. So. War's das? Gut. Fürst Walters letzter Wille. Auf einem schmutzigen Stück Sacklein wurde ein letzter Wille und Testament sorgfältig formuliert. Eine Auflösung von Fürst Walters verschiedenen Titel und Besitztümern folgt dieser Text. Sollte kein Mitglied meiner Familie überleben, ist es mein Wille, dass mein Reichtum und mein Besitzer an die Schmelztiegelritter geht. Meine Ehefrau und meine Kinder sollen zusammen mit mir bei unserem Vorfahren im Walters Familiengrab beigesetzt werden, zur rechten Hand von Duk Hadrid. Unterzeichnet Valerio Walters, 5. Fürst des Hauses Walters. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Fürst Walters, Seda, lasst uns hinein. Lady Walters, es ist ungefährlich, komm heraus. Emilio Walters, öffne die Tür, Seda. Der weibliche Dargul schnuppert in der Luft und wirbelt zischend herum, Überlebende. Müssen da noch mehr Dargule aus der Nachbarkammer kommen? Das ist nämlich unschön eigentlich. Okay, sie haben Fenris ausgeschalten, das ist nicht so gut. Kanna, du zauberst mal Würms als Verstärkung herbei. Und du, Rens, du machst deinen heiligen Glauben. Oder fällst einfach so rum. Wo ist eigentlich Palegina? Oh, die steht da hinten irgendwo. Da hinten nutzt sie mir gar nichts. Will ich mal so anmerken. Okay.